herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Meets Reality. Hier auf der Grünfelder Land mit dem Albert im Funk. Hallo. Servus. Wir hasseln ordentlich ran, dass wir hier unser neu gepachtetes Feld dieses Mal ordentlich bewirtschaften. Auf jeden Fall. Und uns das nicht wieder unterm Hintern wegfault. Hey, ich gebe diesmal richtig Gas. Ja, wir müssen nur gucken, irgendwann ist auch die Nacht da. Aber es sollte diesmal trotzdem gelangen. Ach, wenn die Nacht da ist, dann machen wir das. Nee, das geht leider nicht. Da fahren wir nach Gefühl. Ich habe hier eine Ladung Stroh dabei. Die haue ich jetzt gerade mal beim Sägewerk rein. Oh, das passt. Dass die uns, dass das Sägewerk uns weiterhin ein paar Bretterpaletten produziert. So. Albert ist am Ernten von der Feld 120, da ist Hafer drauf. Die Pacht hat uns knapp 40.000 gekostet. Und von den 40.000 haben wir 20.000 geliehen. Heißt, insgesamt müssen wir da ziemlich flott Geld verdienen. Das wird die Gebühr hier, den Kredit, den ich vom Neumann gekriegt habe, auch wieder zurückzahlen kann. Spätestens nächste Woche. Ich wieder nicht, wo hier die Schwad liegt. Ey. Keine Ahnung, weshalb das nicht gerendert wird. Egal, hier geht das ja aus. Hm? Dein Anhänger liegt oder so? Ah, die sehe ich sogar von hier aus. Nee, das. Keine Ahnung. Wieso nicht? Das ist ein Geisterschwad. Etwa. So, Sämaschine steht auch schon da. Die kannst du aber nicht mit dem Tier fahren. Hä? Die kannst du aber nicht mit dem Tier fahren, dann explodiert er. Telefon. Volker Varuna, hallo? Volker? Jo. Wo kann ich die Polente anzeigen? Die haben so einen Praktikanten, der hat mir volles Rode auf den Kopf geschlagen. Das habe ich schon. Das habe ich zum Richter schon gesagt, dass der da eigentlich nichts zu suchen hat. Das ist ein Straftäter, ich weiß nicht, was der da Praktikum macht. Oh, der hat mir volles Rohr gegen den Kopf geschlagen, aber volles Rohr. Na, und der Richter meint, das wäre ja nicht so schlimm. Ich hab voll die Kopfschmerzen. Oh. Ich ruf den an, der muss den rausschmeißen. Ah, volles Rohr, ey. Ja, Gott sei Dank war der Anwalt neben mir, ey. Die sind auch auf. Wir haben das Polizeiauto vor der Tankstelle weggenommen, weil die Hildegard hat angerufen. Wir sollen das abschleppen, weil die Tür versperrt von der Tankstelle. So, dann haben wir das reingeholt, haben eine Tour wieder hinter uns zugemacht. Da kommen die auf einmal um die Ecke gesprintet, Zugriff, was auch immer, die da palabert haben. Wollten uns festnehmen. Dann haben wir den Parkralle schnell dran gemacht an der Polizeiauto, dass die damit nicht wegfahren. Ne? Und auf einmal klatscht der Martin Herrmann mir volles Rohr gegen den Kopf, ey. Mit was? Da einfach so mit der bloßen Hand volles Rohr gegengeschlagen. Aber richtig, das hat richtig gescheppert. Und jetzt dampfen sie ab. Okay. Ich ruf die gleich mal an. Den Richter. Ja. Boah, die scheppern über. Ich telefoniere mal. Tschüss. Jo, ciao. Oh mein Kopf. Ach, Volker, da müssen wir noch Gericht bald mal abhalten, ne? Eine Richter bestimmen oder sowas, ne? Muss telefonieren. Kommt, ich bin ja, mal für dich. Ja. Hallo, ja, wer Mann. Ist denn da? Ja, Mann.
Wie Hermann? Martin Hermann. Ah, Sie sind der neue Praktikant bei der Polizei, oder? Genau. Ah, ja. Ist Ihr Vorgesetzter auch da? Ja, sitzt neben mir. Geben Sie mich mal bitte weiter. Ich habe hier irgendwann einen Lautsprecher, weil ich hier gerade fahre. Ah, okay. Hallo. Herr Richter, hallo. Ja. Mir kam gerade eine Beschwerde über den Herrn Hermann und der ist halt bei Ihnen nur Praktikant. Wieso darf denn der Einsätze mitmachen? Der hat nur zugeguckt. Nee, der Herr Jurasek sagt, dass er tätlich angegriffen wurde von dem Herrn Hermann. Und es gibt wohl auch einen Zeugen. Okay, und wen? Das sage ich jetzt nicht. Ja, okay, gut, ich habe davon jetzt nichts gesehen, dass der da irgendwie tätlich... Ich habe nur den Herrn Jurasek da gesehen, ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay. Mhm. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie den Praktikanten gleich wieder rausschmeißen, sonst kriegen Sie da mehr Probleme, wie Sie leiden können. Okay, gut, dann werde ich das so tun. Also, wie gesagt, nur meine Empfehlung. Ja, ich werde es tun. Und die andere Sache, die wird sich schon erklären. Dann werden sich wahrscheinlich alle Parteien bei mir melden. Denke ich auch. Gut. Und sonst bei Ihnen alles gut? Bei mir alles gut. Ja, gut, dann werde ich... An der Stress. ...tun. Ich werde dir mal kurz den Bauch anrufen und fragen, was da los war. Jo, machen Sie das. Tschüss. Kann man nur so einen Praktikanten einstellen? Ich habe gleich am Anfang gesagt, lass, stell den nicht an als Praktikanten. Oder nur ein bisschen. Aber er wollte nicht auf mich hören. Kriegst du den Joskin da überhaupt dran? Ich habe einmal beide Reifen rangemacht, ne? Ah, ja. Brauchst du nicht immer mit deinem Traktor immer hin und her gucken. Jo. Der zwar plus 25, aber fürs Feld reicht das vollkommen aus. Wenn das Zeug verkaufen, dann kannst du ja wieder den grünen. Ja, ja, das ist klar. Macht sonst keinen Sinn. Bist du auf den Fiat gekommen? Ich brauch was Günstiges. Was den Tiefenlockrott ziehen kann. Schon voll. Hat gar nichts gesehen. Hat gar nicht gepiept. Oh, ich muss den Service muss ich noch machen. Johnny hat bald 12, 13 Stunden auf dem Buckel. Ja, ist ganz praktisch, dass das Stroh auch beim Sägewerk reingeht. Also wissen wir jetzt in Zukunft, wenn wir Stroh haben? Stimmt, von dem her, dann würde ich das eigentlich bei uns in den Hof einlagern. Gar nicht auch verkaufen. Wir haben doch gleich auch einen Hofeingang, ne? So ein Polkonsil, oder? Jo. Dann lagern wir das ein, dann haben wir das vorrätig, weil die Hackschnitzel, die hier rauskommen, die können wir dann umarbeiten zu Kartons. Wir haben noch 100.000 Holz im Sägewerk drin. Ist auch gut. Kommen noch ein paar Paletten raus. Ja, das war natürlich dumm. Wie bitte? Ob wir doch mit dem Mitrasch den Hänger noch voll kriegen? Jo.
haben wir denn? Eine Stunde hast du noch zum Dreschen. Oh, tanken muss ich auch mal bald. Nächstes Mal zur Kartonfabrik fahren. So, hier war ich schon. Hab ich gerade schon gedacht. Ernte wird es trotzdem sowieso sicher. Wie bitte? Ernte wird es trotzdem, ne? Das war drauf, aber. Ja, was hast du jetzt? Ein Anhänger? Der ist gleich voll. Der Drescher? Ey, das nicht. Der Drescher, der hat jetzt erst 4000. Anhänger gehen 31.000 dran. Ja. Ich guck mal gerade ins Silo. Gut, dass ich einen Reifen drauf gemacht habe beim Fiat. Ja. Hafer sinkt gerade von 1700. Okay. Muss schnell beeilen, dass er voll wird, ne? Ja. Anfang nächste Woche vielleicht verkaufen. Wie viel hast du denn jetzt gerade drin? 4,5. 4,5? Da lohnt sich's noch nicht. Achso, da ist ja noch eine Reihe. Wart hier gerade. Ist nicht ganz gerade. Ja, sie wird halt. Kommt so spät. Ich sehe so spät, wo die Schwart liegt. Eigenartig, das verstehe ich auch nicht so. Ja, das kommt durch, durch Serverlags. Durch die Synchronisierung. Wobei ich 30 MS habe eigentlich. Aber naja, wir prüfen auch die Karte hier. Auf Herz und Nieren, wir sind heute auch wieder, ich glaube auf jeden Fall 12 Leute. Also da ist schon ordentlich was los hier auf der Karte. Ich bin voll. Logisch. No. Ich ja, dann komme ich gleich und tank dich bei auf der nächsten Runde ab. Dann ist der nämlich voll, dann kann ich schon mal starten Richtung. Weiß ich, soll man gleich verkaufen für 700? Aber viel haben wir ja nicht mehr, ne? Wir können den Rest auch noch wegmachen, ne, wenn wir es schaffen. Jo. Da muss ich hin. Für 1700 kann man schon verkaufen noch. Wo war denn das beim Edeka, ne? Aber. Das Symbol, ne? Ja, das dritte ist es. Ja, bei Edeka. 1699. Ja, sinkt rapide. Beim Aldi ist stabil oder zum Lidl? Oh, Lidl ist halt 100 Euro weniger. Da wird ein Fiat nicht entwarten. Nee. Das macht keinen Sinn. Da fährt er plus 2 km/h. Ja. Und vor allem mit dem Gewicht hinten dran. Hat das so ein Hoftraktor ist das? Als Hoftraktor ist es okay.
Aber vielleicht tauschen wir den auch irgendwann. Wenn wir mal Geld haben. Ah, ich fahre jetzt gerade mal hin, dann kann ich tauschen. So, aber an dieser Stelle würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid gespannt auf morgen, was denn die Belohnung sein wird für unsere Osterüberraschung. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss. Tschüssi.